Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest. 508 hört. Du fährst den Zug bis Berlin Hauptbahnhof. Dort übernimmt dann ein Kollege für den Abschnitt bis Hamburg. Ganz schöne Hitze. Ich hoffe, du bist gut eingedeckt mit Getränken. Ja, ich hoffe, dass das reicht, was ich habe, aber ich denke mal schon. Schön. Dann wünsche ich dir eine gute Fahrt. Alles klar, danke. Ja, damit hallihallo und herzlich willkommen hier zum Train Simulator. Schön, dass ihr wieder da seid. 3D-Zug hat ja nun endlich sein ICE 1 veröffentlicht. Wird schon ganze 30 Euro kostet. Mit dabei natürlich mitgeliefert 6 Aufgaben. Und wir werden uns heute mal ein Stück davon zumindest mal angucken. Wir werden die Route jetzt hier nicht zu Ende fahren, weil das halt einfach instant zu lang ist. Das kann man mal dann im Livestream dann machen. Aber zumindest wollen wir uns das Ganze mal hier angucken und schauen, wie detailreich das Ganze denn aufgebaut ist. Deswegen interessiert uns heute auch der Fahrplan nicht so richtig, denn uns geht es heute speziell nur um den Triebwagen hier schön mit grüner Aufschrift hier und dementsprechend Deutschlands schnellster Klimaschützer. Was ist denn hier vorne? Warum ist denn... Sieht aus, als ob hier, sieht aus wie Dreck oder sowas hier, ne? Dieser Part hier. Dementsprechend, wie gesagt, wollen wir uns das Ganze heute mal so ein bisschen anschauen. Wir springen mal rein hier. Es gibt natürlich halt einzelne Kameraperspektiven, die man hier einschalten kann. Hallo. Die man hier so zuschalten kann, wegschalten kann. Also du kannst dich hier halt überall halt reinsetzen. Jeder Abteil, jeder Waggon wurde halt wirklich einzeln komplett gebaut hier. Ja, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Stück einfach, wie man es kennt, so halt einfach nur zusammengeschustert oder sowas. Manche haben gar keine Passagieransicht zumindest. Ja, aber hier ist das halt wirklich alles einzeln gebaut hier. Deswegen, ja, schauen wir mal hier einfach mal so ein bisschen durch. Wie gesagt, 30 Euro ist natürlich auch ein Pappenstiel Geld, ne? Das ist nicht gerade wenig. Es ist auch immer die gleiche Dame, die hier am Gang rumsteht. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die hier so viele Glastüren hatten. Naja. Aber wie gesagt, weil mich das letzte Mal ICE gefahren ist, ist gefühlt halt einfach auch schon ewig lange her. Und ihr seht ja, wie lang das ist. Hier haben wir das Bordbistro hier, welches gerade offen ist, ja, gerade zu kaufen. Und hier hinsetzen. Guckt euch da an, wie super detailreich das ist. Richtig detailliert. Sieht richtig edel aus. Hallo die Waldfee. Oh, hier ist dunkel. Hier gibt es schon keinen Strom mehr hinten. Ja, der Fahrerraum oder der Fahrerplatz sieht dementsprechend so aus. Ja, also auch schon extrem aufgeräumt hier alles. Wir hauen mal jetzt erstmal den Schalter hier rein. Dementsprechend sehen wir jetzt hier natürlich die Displays hier. Ebola funktioniert, soll hier wohl funktionieren, aber ich denke mal, da gibt es bestimmt wieder im Handbuch was, irgendwas, was man wieder lesen muss, was man dementsprechend wieder ein bisschen beachten muss. Sonst haben wir hier natürlich auch noch die Kameras. Wir haben hier hinten noch eine andere Ansicht, wo wir hier zum Beispiel die LZB einschalten können, die PZB einschalten können und die SIFA einschalten können. Ja, also ist jetzt alles an. Und dementsprechend haben wir hier hinten noch die AFB, die wir einschalten können und das Ganze hier mit diesem, hier mit diesem Regler praktisch eingestellt werden soll. Ne? Und hier vorne seht ihr halt auch alles PZB, LZB ist halt an und ja, sonst, haben wir hier hinten zwar noch haufenweise andere Tasten, aber die funktionieren leider alle nicht. Wir haben unten, warte, wo war das hier genau? Die Federspeicherbremse, die wir hier noch lösen müssen. Ja, also dementsprechend auch noch, aber hier wie gesagt zum Batterie ein, aus oder sowas, das gibt es leider hier nicht. Auch finde ich, ist der Sound anders. Aber das Problem ist, dadurch, dass der jetzt ja grün ist, kann er sich natürlich komplett anders anhören halt, ne? Hab ich jetzt leider keine Ahnung von. So, wir lassen erstmal die Türen auf. Können jetzt erstmal den Führerstand beleuchten. Spitzenlicht ist an. Abblendlicht. Und sonst können wir jetzt hier den Richtungswender vorwärts machen. So, wir haben Ausfahrt. Können Sie hier schon mal ein bisschen auf 40 stellen, zumindest. So, dann wollen wir. Oh, wollen es natürlich heben. Na, und wollen dementsprechend auch mal den Hauptschalter ein. So. Türen schließen. Dann lösen wir mal die Bremse.
So, ihr seht, sie entleert sich. Er hat wieder einen Sicherheitsfahrschalter, das heißt, ihr müsst die E-Taste gedrückt halten und dann könnt ihr Schub geben. Ja, also so sollte das Ganze dementsprechend funktionieren, wenn jetzt hier alles richtig gewesen wäre. Irgendwas haut jetzt hier wieder nicht hin. Vorwärtsgang ist drin. Mal ganz kurz drüber durchgehen. Ah, jetzt. So, jetzt können wir hier zum Beispiel die AFB jetzt hier. Wir wollen das Ganze mit der Soll-Dings und sagen jetzt hier, er soll jetzt hier 40 fahren. Alexa, mit dir redet keiner. Ja, das weiß ich auch nicht. So, okay. So, nächster Halt wäre, erfahren Sie über Bitterfeld. Ich denke mal, das kriegen wir heute noch hin, dass wir heute mal so zumindest mal über Bitterfeld durchfahren. Ich finde es super erstaunlich, wie krass mein Monitor ist. Ich habe einen 4K-Monitor, ja. Wenn du in Full HD spielst, ist das potten hässlich. Spielst du das Ding in 4K, sieht das ganz, ganz anders aus. Also hier habe ich nicht drauf geachtet, echt, dass der ein hübsches Full HD-Bild hat und ein hübsches 4K-Bild. Ich habe nur darauf geachtet, dass er ein hübsches 4K-Bild hat, aber kein, ja. Naja, interessiert euch eh nicht. Aber es fällt mir jetzt gerade so auf hier. Das Problem ist halt immer, dass ich das Ganze auch noch aufnehme und alles sowas. Ne? Und dementsprechend, wenn ich das Ganze in 4K spiele, schafft mein Rechner es teilweise nicht, das Ganze dann auch dementsprechend aufzunehmen. Meine Damen und Herren, wir begrüßen alle in Leipzig Hauptbahnhof zugestiegenen im ICE 508 auf der Fahrt nach Hamburg-Altona über Lutherstadt, Wittenberg, Berlin-Südkreuz, Berlin-Hauptbahnhof, Berlin-Spandau, Hamburg-Hauptbahnhof und Hamburg Dammtor. Der nächste Halt des Zuges ist Lutherstadt-Wittenberg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, wie gesagt, das Ganze kommt von 3D-Zug. Die liefern dann natürlich dementsprechend auch jeweils zwei Aufgaben mit. Einmal für Berlin-Leipzig, einmal für Frankfurt-Wiese Schnellfahrstrecke und einmal Hamburg-Hannover. Da werden jeweils zwei Aufgaben mitgeliefert. Bei der einen, komischerweise, bei der Frankfurt-Schnellfahrstrecke, ja, da ist ein Fehler drin. Da fährst du auf einmal ins endlose Ende. Ja, da fährst du einfach raus und dann ist die Aufgabe beendet. Also dann so recht woanders da liegt. Mit dabei natürlich, aber wenn ihr die Aufgaben halt fahren wollt, braucht ihr natürlich noch das Güterpaket. Ja, das wird benötigt, steht aber alles drin, wenn ihr euch überlegt, vielleicht diesen DLC zu kaufen. Ja, wie gesagt, ist da unten alles aufgelistet, was ihr da benötigt. Es werden natürlich auch Züge benötigt, aber das sind dann so Standard Dovetail Games Produkte und Züge, die da mit benötigt werden. So, 120, ich weiß gar nicht, bevor der jetzt hier gleich rumheult oder ich die Zwangsbremse kassiere. Die Aufgaben natürlich, die hier mitgeliefert werden, die sind teilweise echt immer so um die 90 Minuten lang oder sowas. Gibt natürlich auch Kürze. Wie gesagt, die eine mit 55 Minuten, die kürzeste, die, wo ich mir überlegt hatte, ob ich die nicht vielleicht im Let's Play einfach mit reinhaue, denn als vollständige Strecke, die ist dann halt fehlerhaft. Ja, natürlich so, wie es halt immer ist, ne? Und ja, dementsprechend seht ihr das Ganze, wie es halt ausschaut. Tontechnisch muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob der wirklich so klingt. Also ich habe den anders in Erinnerung gehabt, aber das liegt halt auch schon viele, viele Jahre her, dass ich mal mit dem Zug gefahren bin. Von daher nimmt es mir da echt nicht übel. So, 120 dürfen wir. So, bestätigen wir das Ganze mal.
Der war schneller. Grün. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich mir das Ding hier kaufe. Aber wie gesagt, der ICE 1 ist mein Top-Favorit, was so die ganzen Züge angeht. Jeder hat ja da so seine Vorlieben und alles sowas. Und bei mir ist es tatsächlich immer der ICE 1 gewesen. Ja, wo ich den damals das erste Mal gesehen habe, das sah so schnieke aus, das sah so Zukunft aus. Ja, und ist bis heute auch wirklich dieser Zug geblieben, ja, wo ich wirklich so sage, so ja, und dadurch, dass ja Dovetail Games aktuell ja wirklich nur so ein Kram da mittlerweile, weil die ja wirklich echt nicht hübsch sind. Also zum Beispiel Standard-Content halt sind, ja, wo dann keine PZB oder sowas funktioniert und was weiß der Geier, nicht beanständige SIFA drin ist oder irgendwie so. Er musste natürlich also ein richtig Payware-Add-on dazu, ja, und weil er weiß, dass 3D-Zug halt immer wirklich so dieses Nonplusultra an dem Train-Simulator immer noch rausholt, ja, machst du eigentlich hier in dem Falle nichts verkehrt. Aber 30 Euro ist persönlich schon ein Pappenstiel Geld, zumal man halt mal so überlegt, so, es gibt halt Strecken, die kosten alle so um die 30 Euro, ja, die jetzt hier so rauskommen. Und hier hast du halt wirklich bloß den Zug. Ja, du hast jetzt zwar noch 6 Aufgaben, aber dazu brauchst du ja auch noch die Strecken. Wenn du die Strecken nicht hast, brauchst du den Zug nicht. Ja? Und so weiter und so fort. Das könnte man jetzt immer weiter ausholen jetzt. Und dementsprechend, ja, das ist dann die, ja, an euch, ob ihr euch das denn zumutet. Ich habe hier auch noch den ICE 4 rumliegen. Den habe ich bis dato noch nicht einmal gespielt, aber vielleicht, wie gesagt, werde ich die Aufgaben einfach nicht mal bis zu Ende fahren. Das ist natürlich schade. Aber ich habe hier, ich kann euch hier nicht zumuten, dass wir hier 90 Minuten eine Aufgabe hier durchziehen. Ja. Wie gesagt, dafür gibt es andere YouTuber, die das wirklich machen, gut machen. Ja. Und dabei bin ich da bloß so ein kleines Futzelchen. Ja, aber sonst, seht ihr. Oh, das hat früher beim Train-Simulator so gut funktioniert, dass du auch mal so die Vorbeifahrt hattest. Und nicht nur diese Draufsicht. Nö. So. Ein paar Bilderchen hier. Gucken, was da sowieso in Zukunft rauskommt. Ich denke mal, 3D-Zug ist ja auch natürlich bekannt für ihre ganzen Szenario-Packs, die sie ja immer veröffentlichen, wie oft hier dieser Zug dabei sein wird. Sozusagen, ich bin diese Strecke auch echt noch nie wirklich durchgefahren, ne, bis nach Berlin. Schande! Ich beschwere mich, dass es keine Berliner Strecke gibt, weißt du, und dann gibt es die aber eigentlich. Aber das Problem ist, dass die halt einfach zu old ist, ja, zu alt. Du musst echt mal so ein neues Update her. Holen Sie Fahrgäste ab. In Wittenberg. Ich kann sagen, was ist da für ein Klotz? Aber das ist zum Beispiel sowas, ja, wo er dann schon wieder ein bisschen überfordert ist.
Müsste ja eigentlich alles automatisch machen. Aber wir jetzt ja aktuell in der LZB drin sind, muss ich ja nichts tun. Die Bremsen haben sich gefüllt. Sehen wir hier so schön an dem Monitor. Wie gesagt, ich kriege diese Mini-Ruckler leider nicht raus. Es tut mir echt leid. Ich würde sie gerne, aber sie gehen nicht. Und mein System ist bei weitem nicht schlecht. Ja? Aber trotzdem, das ist halt. Das ganze Ding liegt auch auf einer SSD-Festplatte drauf mittlerweile. Ja, ich habe das ja extra uminstalliert für den 24-Stunden-Livestream und. Ja, alles gemacht und getan, aber es sind halt immer noch diese Mini-Ruckler hier drin. Aha. Guck mal ganz kurz. 48. Ja, vielleicht schaffen wir es. Dann würde ich sagen, fahren wir bis Wittenberg. Mal gucken, wie viele Kilometer sind es denn? 50 Kilometer. Müssen wir mal gucken. 50 Kilometer jetzt noch. Muss ja eigentlich schnell gehen, wenn du über 200 durchfahren kannst. Ja, eine neue Strecke ist ja auch rausgekommen, Frankfurt-Koblenz. Die werden wir uns auch noch anschauen. In den nächsten Folgen müssen wir mal gucken. Auch dieses Pedal, ja, wo du da diesen Siefer drehen musst, ja. Das ist auch relativ cool gemacht, das macht immer so klack, klack. Ich habe diese Karte echt nicht so schön in Erinnerung. Das muss ich mal wirklich mal lassen. Ja. Das ist voll hübsch. Tja, ja. Dit. Ja, sehr angenehm so zu fahren, wenn du jetzt machen musst. Ach ja.
Hannover. So, ein Bitterfeld. Ja, da fahren wir drüber. So, Geschwindigkeit. Ich glaube, es war ja letztes Mal gewesen. Hab gesagt, wenn eine Reduzierung kommt, dann muss ich es nicht bestätigen, wenn wir in der EZB sind. So, genau, Lutherstadt Wittenberg. Da werden wir dann unser Ende dann finden für die Folge. Würde ich sagen, dann haben wir uns ja zumindest den ganzen DLC hier schon mal angeguckt. Wie gesagt, Aufgaben werden halt mitgeliefert. 6 Stück. Und die Lok hier, 30 Euro halt, ist wie gesagt ein Pappenstiel. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten, ob ihr wirklich denn. Ich meine, das sind ja so teilweise schon so Sachen wie zum Beispiel beim Flight Simulator, also X-Plane genauer gesagt, weil beim Flight Simulator muss ich es jetzt erstmal zeigen, ob es da genauso ist. Zumindest, aber bei X-Plane kann ich sagen, dass da die Flugzeuge teilweise echt an die 100 Euro gekostet haben. Ja, also so fette Boeing 747 oder keine Ahnung, ja. Also hast du da locker mal, ja, so, wenn du ein gutes haben wolltest, ja, ein gutes Flugzeug, ja, zwischen 60 bis 100 Euro ausgegeben. Und jetzt ist es hier ja irgendwie genauso. Plus, wir reden hier von einer ganz anderen Preisspanne halt, okay? Hier sind es 30 Euro, bei Flight Simulator halt. Sagt ihr so, es ist okay, ja, je mehr Technik halt da drin steckt, dass ihr dafür jetzt Geld bezahlen würdet? Oder ist euch das eigentlich relativ? Ja, dann nutzt doch da gerne mal die Kommentarfunktion, würde mich mal interessieren, wie ihr so denkt, so über. Züge, die nicht gerade günstig sind. Ich meine, was kosten diese Billig-Züge von Dufty Games um die 15 Euro oder sowas? 20 Euro steigen in der Regel um die 30 Euro. Und das ist jetzt hier nochmal von 3D-Zug, ein externer. Und der sagt jetzt hier auch so 30 Euro für den Zug, also mindestens. Ja. Ich glaube, der ICE 4, meiner Meinung nach, war sogar noch teurer gewesen. Aber da bin ich immer so wirklich da drin. Das ist jetzt schon zu lange her, dass ich da letztes Mal nachgeguckt hatte. Aber wie gesagt, nutzt doch da gerne mal die Kommentarfunktion. Schreibt es mal unten mit rein. Würdet ihr dafür Geld ausgeben? Ja, nein. Bitte nicht beides ankreuzen. Von daher, lasst mich das da gerne mal wissen. Na, wo ist zum Beispiel auch euer Maximum, wo ihr sagen würdet, ihr würdet nicht mehr für einen Zug ausgeben? Ja? Oder dann. Würde mich mal interessieren, wo bei euch so der Realismus halt irgendwann mal aufhört, wo ihr dann sagt, so, also das ist viel, viel zu teuer. Ja. Dann schreibt es da mal rein. Wenn man mal überlegt, dass teilweise der DLC teurer ist, als wie wenn du den Train Simulator kaufen möchtest, ja, das ist schon ein bisschen heftig. Aber, muss man dazu sagen, ne, Qualitäten, ja, wenn du eine Qualität haben willst, musst du halt nur mal drauf bezahlen halt. Deswegen ist das hier eure Qualität, wo ihr sagen würdet, 30 Euro ja, dann wie gesagt gerne in die Kommentare. Ich überlege gerade, ob es was damals auch bei dem Microsoft Train Simulator gegeben hat, aber meiner Meinung nach bin ich fast felsenfest sicher, dass immer zum Zug, zum neuen Zug auch immer eine Strecke dabei war. Habe mich jetzt nicht daran erinnert, dass es mal so einzelne Zug-DLCs oder Add-ons gab für den Train Simulator. Ich muss sagen, es ist eine echt hübsche Strecke. Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist extremst grün hier alles. Ja, sowas in Trains im World, ja, das würde einfach alles toppen, ja, wirklich.
Opfer. Ja, 22 Kilometer sitzt noch. Da müssen wir jetzt noch durch. Sowieso, also bin der Meinung, August war einer der schlimmsten Monate gewesen für alle Simulationsfreunde. Ja, gerade was auch so ein bisschen so in den Bereich ÖPNV ging. Ja. Nicht nur ÖPNV, aber auch viele Spiele sind sonst halt so erschienen. Und das ist halt teilweise ungelogen. Ja, hätte ich mir das beides jetzt auch noch gekauft gehabt, jetzt hier die Strecke Frankfurt-Koblenz oder Frankfurt, keine Ahnung, den ICE jetzt hier. Also ich glaube, ich wäre locker, ohne Shitty bei 450 Euro gewesen. Nur für Spiele und DLCs halt, ja. Also das ist schon, das muss man immer so ein bisschen auf die Zunge zergehen lassen halt, ja. Ich meine, schon alleine der Flight Simulator mit 120 Euro, der einfach mal zum Buche schlägt, Train Sim World 2, ne? Zwei Hochkaräter natürlich, die in einem Monat und dann auch noch vielleicht ein paar Tage versetzt rauskamen. Es war schon ein bisschen bitter, muss man sagen. Und dann habe ich mir natürlich ja auch nicht gerade die Standardversion gekauft von beiden. Ja, das war einmal die Premium-Version vom Flight Simulator, einmal die Deluxe-Version für den 13 World. Da bist du dann auch schon wieder bei 50 Euro gewesen. Also das hat sich schon so ein bisschen gelappert. Ja, und dann kam ja natürlich auch noch so DLCs hier, DLCs da. Und dann bin ich auch so ein Mensch, weißt du, ich spiele ja nicht nur Simulation. Weißt du, ich spiele ja auch eine gerne bei mir auf Discord einfach so ein paar andere Spiele. Das kam da raus, Horizon Zero Dawn, ja, großartiges Spiel, wenn es auf der PC-Version nicht so buggy wäre. Aber sonst eigentlich ein großartiges Spiel. Und ja, das summiert sich denn halt, ja, das ist absolut abartig. Naja, hoffen wir mal, dass der September ein bisschen ruhiger wird. Ich meine, große Ankündigung gab es hier auf der Gamescom. Und zu großer Überraschung halt auch von ViewApp hat man sich schon ein bisschen was gedacht, dass da vielleicht noch irgendwas kommt. Aber dass die da jetzt mit der Simulation ankommt, die schon dieses Jahr released werden soll, jetzt halt schon im Oktober, damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet. Also auch das. The Buzz sich wirklich jetzt wirklich meldet und sagt, so pass auf, wir kommen dieses Jahr wirklich noch mit Early Access raus. Das ist ebenfalls großartig. Ja? Also da erwarten uns nochmal zwei Hochkaräter in diesem Jahr, wo man hätte eigentlich mit gerechnet, Train Sim World und Flight Simulator war alles gewesen, was jetzt so dieses Jahr scheint. Vielleicht noch der Train Simulator 2021, okay. Ja, dieses Update, dieses obligatorische Update, was ja immer kommt für den Train Simulator. Aber sonst gab es eigentlich nichts mehr, worauf man sich so hätte freuen können. Ja, nach der Gamescom sind wir ein bisschen schlauer und wir wissen, wir können uns wieder auf was freuen. Wieder weitere zwei Simulatoren. Also dieses Jahr, muss ich sagen, war ich eigentlich im Simulationsbereich eigentlich total happy gewesen. Ja. Wir können uns halt wirklich nicht beschweren. Und dann muss er auch noch irgendwann mein S-Bahn ändern kommen. Ja, das S25 Henningsdorf-Teltow. Das wird ebenfalls ein absolut großartiges DLC. Und ein bisschen Glück hieß es ja mal, man strebt den September so ein bisschen an, so September, Oktober, okay? Also man versucht den Sommer noch voll zu bekommen, den Sommer 2020. Und der endet ja am 22. September, oder war es der 24. September? Ich glaube, der 22. September endet der Sommer. Ja, da sind wir dann schon wieder Herbstanfang. Dementsprechend könnte es sein, dass wir eventuell noch ein grandioses Add-on bekommen für den Train Simulator. Aber da müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten und schauen, was da sich jetzt so ergibt. So, es sind nur noch 7 Kilometer. Bist du ja komplett alleine runter? Ich hoffe es, ne?
sind jetzt auch schon wieder bei einer halben Stunde angekommen. Hier ist echt Verkehr, wa? Kommt da noch ein Zug? Sieht nicht so aus, ne? Als ob der. Machen Sie lieber manuell, weißt auf jeden Fall, dass ich hier auf der sicheren Seite bin. Stopp. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Lutherstadt Wittenberg. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Lutherstadt Wittenberg aussteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ich wiederhole, nächster Halt Lutherstadt Wittenberg, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Genau, der wäre jetzt nämlich vorbeigerauscht. So. Oh. Das hätte aber auch nicht gepasst. Also das ist keine, 400 Meter. Definitiv nicht. So, das soll es aber gewesen sein von der heutigen Folge hier mit dem ICE von 3D-Zug. Ich hoffe, euch hat die Folge dennoch gefallen, auch wenn wir sie jetzt nicht mehr zu Ende fahren. Aber ja, so kann man es auch machen. Das war einfach dann so Stück für Stück dann vom Bahnhof zum Bahnhof fahren. Gerne, wie gesagt, eure Meinung mal dazu in die Kommentare von dem, was wir jetzt hier so ein bisschen besprochen hatten. Würdet ihr halt Geld ausgeben für original richtig geile Payware-Züge und wie viel würdet ihr halt ausgeben? Wo ist eure Schmerzgrenze? Denn nutzt dazu gerne mal die Kommentarfunktion, lasst es auch gerne mal wissen. Und sonst, wenn euch die Folge wie immer gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne in die Kommentare posten. Damit verabschiede ich mich. Bedanke mich, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.